So, schön, dass du dabei bist. Letztes Mal sind wir gestartet in Gränna bei den Terminals. Sind dann durch den Molsberge Nationalpark gefahren zur höchsten Erhebung. Diese da. Und dann ging es weiter. Da haben wir dann den kreisenden Adler gesehen. Fand ich sehr, sehr beeindruckend. Die Kühe, die habe ich euch letztens ein bisschen unterschlagen. Die sind in einem anderen Ordner gerutscht. Dann geht das Ganze hier zum Kalö Slots Ruin mit der Eisdiele und jetzt geht's los. Ja, und bei Kalö Slots Ruin ging es jetzt auch weiter. Wir fahren jetzt ein bisschen auf den Track. Das sind jetzt insgesamt 360 Kilometer, die wir hier abspulen an dem Tag. Das ist quasi Teil 1 und Teil 2. Ja, die Untergründe sind sehr wechselhaft. Wir sind jetzt hier, ich kann das wieder mal nicht aussprechen, auf die Schnelle. Ab und zu kommt dann tatsächlich noch mal ein Auto und die fahren natürlich dann auch, wie sich das denn gehört, schön an die Seite und dann kann man da schön vorbei. Ja, wieder mal spontan abbiegen. Das ist Ted Life, ne? Also Standard. Auch diese Schotterstraßen, das sind ja quasi so, ich würde mal sagen, so Schotterautobahnen. Alles, was nicht quasi direkt an der Hauptstraße liegt, hat halt diesen Untergrund, ne? Ja, auch dieses über Höfe rüberfahren, ne, das kennen wir in Deutschland nicht. Das ist hier ganz normal. Ja, und so geht das hier unendlich. Ich habe schon einiges rausgeschnitten, weil der erste Tag, das waren 9 Stunden. Ja, und das geht und geht und geht und geht immer so weiter. Die Landschaft ist einfach herrlich, traumhaft. Mal was ganz anderes halt. Viel, viel Offroad-Anteil. Richtig, richtig krass. Das ist hier Andy. Und dann geht es auch schon wieder weiter. Der Trecker hat mich ziemlich fasziniert, deswegen musste ich den mal mit reinschneiden. Ja. Ja, man kann auf den Tacho gucken, wir sind bei 9.400 gestartet in Gränna. Kann man ungefähr so einschätzen, ich glaube, das sind jetzt 150 Kilometer schon an dieser Stelle. Ja, und das hier, das macht halt auch richtig Spaß, weil das ist nicht dieses plattgefahrene und feste, das auch mal ab und zu mal eine Wurzel jetzt nicht, aber ein Schlagloch. Kleine Unebenheiten. Ja, in diesem Video habe ich auch die Dings rausgenommen, die Objektivkrümmung, ne? Das ist das alles schön, so wie das menschliche Auge das auch sehen würde. Ja, man kann halt über diese Ecken halt nicht hinweggucken, über die Kurven. Und es ist immer spannend, was danach kommt. Das geht halt auch hier wieder mal richtig schön nach oben. Die Vegetation, das ist quasi im Mai gewesen, die Vegetation ist da ein bisschen zurück. Wenn in Frankfurt und noch tiefer der Raps schon verblüht ist, ist der dann noch in der vollen Blüte. Das ist der Hammer, Leute. Also, wenn du im Süden losfährst, hast du den ganzen Tag Raps. Diese Vögel konnte ich jetzt absolut nicht zuordnen, was das sein soll. Habe ich vorher noch nie gesehen. Richtig, richtig spannend wird es nachher in Teil 3 und 4, wenn wir in die Hafenstadt fahren, an die Ostsee. Das fand ich sehr schön. Und nachher nach Römel, wo ich dann denke, ich bin auf Römel, bin es aber nicht. Ja, was hier Holz liegt, ne, ist Wahnsinn. Wenn ich da so den Harz sehe, da ist so viel totes Holz und hier ist noch richtig alles schön grün und saftig. Schon beeindruckend. Auch die verschiedenen Untergründe, ne? Verschiedene Schotterwege. Nachher kommt eine Stelle, da haut es mich ja fast um, weil das so lose, große Steine sind. Auch so diese Schotter, aber richtig groß halt. Merkt man nachher. Also die Stelle, die wirst du erfahren. Das kriegst du mit.
Ja, da kommt auch tatsächlich nochmal ein Auto entgegen. Ich habe das so schon so im Augenwinkel gesehen, durch die Büsche durch. Ansonsten glaube ich, hätte es mich da ziemlich erwischt. Ja, man ist halt nicht alleine. Das ist ganz öffentliche Straße da an dem See. Da habe ich noch einen A6 getroffen mit einer Frau. Die war aber natürlich völlig unbeeindruckt von meinem Motorrad. Die war, ich glaube, der hat ihre Mittagspause da abgehalten. So, und Ja, weiter da geht's geht's. jetzt weiter. Ja, was habe ich gesagt, Leute? Das ist heftig, das ist, ich weiß gar nicht, wie groß die sind, so, naja, Hühnerei-Durchmesser würde ich sagen und davon die Hälfte im Querschnitt. Da ist richtig zu tun. Das war richtig heftig im Lenker. Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Kilometerweit geht das hier so. Wahnsinn. Ja, ich lasse das einfach mal so laufen, mal so wirken, weil jetzt wird es ein bisschen zuckersandiger und die Untergründe, die wechseln halt. Und da ist halt so ein Fahrwerk, ja. EERA-Fahrwerk ist da schon echt geil, muss ich sagen. Knopf, druck, zack, hast ein anderes Setup drin. Ich finde das mega. Und gerade mit diesem DCT kann ich immer wieder nur sagen, anderes Ansprechverhalten an der Kupplung, am Gasgriff. Alles quasi mit einem Setup. Und hier geht es so richtig schön berghoch wieder. Ja, wie grün das alles wieder ist, ne? Mega. Ja, und jetzt geht's halt auch wieder mal Straße. Sowas gibt es auch, ja, und hier ist ja, ein riesen Parkplatz, da kostet irgendwie einen Tag 10 € parken. Aber das war überhaupt nicht mein Interesse, da mir jetzt da irgendwas anzugucken. Wenn man quasi da hinten links irgendwie durchgemusst und dann wäre dann eine Sehenswürdigkeit. Ja, ich markiere diese ganzen Orte einmal hinten in der Videobeschreibung, da könnt ihr da mal reinspringen. Wisst ihr, wo das ist? Ja, und weiter geht's. Das ist eigentlich wieder mal so ein Zeitfresser, weil das ist, wie soll ich sagen, das sieht aus wie so ein Drachen mit einer Schnur dran oder fährst einmal so einen Kreis. Und jetzt geht's quasi wieder auf dem anderen Schenkel vom Drachen wieder zurück. Silkeborg, waren wir auch schon mal lang gefahren. Man kommt hier ganz gut rum. Die ganze Strecke, ne, diese 350 Kilometer, habe ich in 9 Stunden gemacht. Und musste halt noch 240 Kilometer hinfahren von, wie ist denn das jetzt nochmal? Ich vergesse das immer wieder. Auf jeden Fall von der Nordseeseite, von Sonderweg. Und dann halt quasi an dem Endpunkt halt von dort nochmal 120, glaube ich, 120, 140 Kilometer nach Hause zur Unterkunft. Und das waren nachher so gute 700 Kilometer an dem Tag. Das ging richtig ab. Das ist auch wirklich hier der längste Teil von dem Dänemark-Ted, den ich hier am Stück gefahren bin. Bin das Ganze in 3 Tagen gefahren. Ja, vom Plattenweg wieder auf Schotter. Also, es ist immer irgendwas Neues, immer auch die Landschaft, ne? Mal ist es Wald, mal ist es Heide, dann fahren wir über den Acker. Immer irgendwas Krasses. Und du kannst halt nie um die Ecke gucken. Auch so diese Kreuzung halt, ne? Zack, T-Kreuzung, nicht einsehbar, du musst wirklich anhalten und gucken. Und das hier ist auch wieder mal sehr, sehr schön gewesen. Davor kommt noch mal ein so ein, ich nenne das jetzt mal so ein Teich oder irgendwie so ein Moor. Fand ich jetzt aber nicht so spannend. Weil das wird auch alles wieder extrem in die Länge ziehen, das Video. Und jetzt habe ich da noch so einen Spot gefunden. Zeige ich euch jetzt. Ich fand es ziemlich cool. Deswegen musste ich es euch jetzt auch mal zeigen. Ja. Los geht's. Ja, und auch diese Strecke. Jetzt geht es wieder, soweit das Ende reicht, diese Schotterstraße. Und jede Schotterstraße endet hier irgendwie auch immer im Wald. Es ist ganz eigenartig. Es ist voll crazy. Ja, auch hier sieht man wieder, dass dann irgendwann begriffen wird, dass wir schneller sind.
Und dann geht's da vorbei. Ganz entspannt. Fliegen auch keine Steine und so. Echt gut. Ja, auf dieser Stelle, ne? Siehst nichts, musst du dann. Ich mach's nachher schon wieder wahrer, Hannes. Ich schalte mir den DCT halt immer wieder runter, damit ich nicht immer auf der Bremse stehen muss und so. Das geht wirklich gut, muss ich sagen. Hier wieder mal sehr geile Heidelandschaft. So ähnlich wie beim höchsten Berg im ersten Video. Ähnliche Landschaft. Gleich geht's links ab, mal wieder spontan. Sollte es auch anders sein. Ich kann nur sagen, mach das, ja. Das ist schon sehr, sehr interessant, das Ganze. Das, ich würde sagen, das hat man gar nicht so auf dem Schirm. Diese. Das ist so dicht, das Ganze, ne? So nah. Das hier ist der beste Untergrund. Wenn das den ganzen Tag macht, ist es auch mal anspruchsvoller. Ne? Da ist mal ein bisschen Dreck, Unebenheiten, Fahrspuren. Das ist schon ziemlich cool. Aber da ist es schon relativ spät am Tag. Man sieht es auch schon am Sonnenstand. Das ist schon ziemlich niedrig. Ne? Die Kreuzung ist noch scheiße hier. Jetzt nach 15 Uhr würde ich das jetzt mal einschätzen. Kann man das da irgendwie sehen? Ja, ich glaube 16.34 Uhr steht da auf dem Tacho. Ja, sieht aus wie Loch Ness hier, ne? Oh, ist schon schön. Mega. Ja, das ist hier OSM at Maps, die Navigation. Läuft ziemlich gut, muss ich sagen. Manchmal ist die ein bisschen buggy. Läuft hier über CarPlay das Ganze und das CarPlay ist jetzt, zu 90% funktioniert's. Ja, Honda schiebt das so ein bisschen aufs Kabel und Feuchtigkeit. Ah, Leute, mal wieder spontan abgebogen hier. Das habe ich immer wieder gut. Ja, auch so dieses Wechseln, ne? Ich habe jetzt diesen K60 Scout drauf von Heidenau. Das Wechseln, das funktioniert. Schön, ne? Gewechselt. Das ist richtig gut. Letztens habe ich mich aber trotzdem geschmissen. Nicht auf dem Ted, sondern auf dem anderen Ted nach Holland hin. Niederlande, muss man ja sagen. Welcher Ärger. Ja, und da war das wirklich hoch, so 10 cm ungefähr. Habe das nicht gesehen, ne? Es war nur 1,50 Meter genau in der Kurve, habe dann da gewechselt und hat es mich quasi rumgerissen. Möppi ist heil geblieben, wie immer. Toi, toi. Hat sie sehr gut gemacht, der Bügel hält. Wie tief die Sonne steht, wie lang die Schatten sind. Kenne Badebassin. Ja, dieses Badebassin, das habe ich noch nicht rausgekriegt, was das ist. Schön ist es auf jeden Fall. Vielleicht kennt ihr das, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ob ihr das auch schon mal gesehen habt oder so, könnt ihr mir gerne mal bei Instagram ein Foto schicken. Ja, ich höre da halt immer wieder, was das Navigationsgerät da sagt, die Ansagen und, naja, ihr wisst ja, ist nicht meine Sprache, ich verstehe das immer nicht so richtig gut. Ja. Also nach dieser Tour habt ihr keine Angst mehr vor Schotter auf der Straße. Ne? Das ist normal. Das ist einfach normal. Und jede Straße, also dieser Schotterweg, endet irgendwo nochmal
auf einer normalen Teerstraße und ich glaube, das ist einfach, weißt du, du fährst halt nicht mehr so brutal. Das sind ja eh nur so 80 auf der Landstraße, Autobahn irgendwas mit 100, 110, 90. Ja, und es entschleunigt so ein bisschen, es ist entspannt, es ist niemand hinter dir, der drängelt. Und wenn du dann halt, sag ich mal, nach GPS einstellst, die Geschwindigkeit, dann überholt dich niemand mehr, also das ist vorbei. Die halten sich da auch alle dran, die sind alle nett, alle freundlich. Ja, die Pferdchen, die haben es mir ja so ein bisschen angetan. Dann müssen wir jetzt unbedingt mal anhalten. Ach, für unsere Pferde lieb auch Gott, sind die süß, oder? Seid ihr süß? Mal gucken, ob die kommen. Da kannst du überall dein Moped abbocken, ey. Ist alles verdichtet. Hm? Hallo. Oh ja, hier. Ja. Ach, Tiere füttern ist der beste Job. Dankbar. Einen noch und dann geht's weiter. Die Kette ist auch wieder blitzeblank, Leute. Nehmen wir mal zu. Zack. Ja, abgesehen, dass ich kein Kettenspray dabei habe. Ach, jetzt kommen sie alle. Lohnt sich das bald auch gar nicht, da die Kette zu fetten, weil die ruckzuck blank ist. Ne? Das ganze Staub. Der hat ja die gleiche Haare wie meine Winterfrisur. Naja. Ja, viele sagen auch mal Killschalter nicht benutzen. Und ich denke mal einfach so, naja, wenn ich Ständer rausklappe, beschwert sich das Motorrad auch nicht. Geht es auch raus, hinweg der Fahrstufe. Ja, also das. Wenn mir jemand sagen kann, warum das schädlich sein soll, gerne in die Kommentare, würde mich natürlich mega interessieren und wäre auch ein mega guter Beitrag für die Community. Und mich nervt einfach auch dieses Hochfahren, wie das mal wieder das CarPlay wieder neu einstellen, dies und das, dann dauert das. Dann machst du einfach zack mal aus und dann geht's halt an der Stelle nachher weiter. Das wird nachher noch viel, viel häufiger passieren. Den nächsten Teil, weil da ist dann so ein bisschen Zeit ziehen, hier mal anhalten. Das tust du dir nicht an. Ich kann auch tun. Jetzt haben wir irgendwie W. Knutschiris Shelters oder irgendwie sowas. Voll geil, Alter. Ich kann das gar nicht ausbrechen. Oh, bist du Shelter? Ja, das ist jetzt gleich mega interessant. Hab ich noch nie gesehen in meinem Leben vorher. Mega. Knutschiris Shelter. Bist du hier links, das, ne? Das ist ja geil. Komm, gucken wir mal kurz das Shelter an. Ja, das sind dann ja, zwei Partien. Einmal Niederländer, der fährt da so ein bisschen spazieren mit dem Fahrrad. Und ein Pärchen aus Frankreich, die dann, ja, die sind bis zum Nordkap unterwegs mit dem Fahrrad. Sehr beeindruckend. Das war der Niederländer eben. Ja, wir haben uns ein bisschen unterhalten, was wir so vorhaben, wo es so hingeht. Ne? Und jetzt hier, mega geil, Kochstelle, zwei Unterschlüpfe. Und rechts, da sprechen wir gleich drüber, was da noch kommt. Mega. Da hinten kann man noch ein paar Pferdchen einspannen. Und hier einmal in der rechten Seite Toilette mit, ja, wie heißt das nochmal? Mit Strom. Okay. Mit Strom und auf der anderen Seite, wo der andere Pfeil ist, also quasi da jetzt links da, da ist fließend Wasser aus der Wand. Man sieht da dieses leicht silberne, glänzende. No, I drive to my apartment. Have a good time. Ja, wirklich nette Leute, da kannst du echt tolle Menschen kennenlernen auf so einer Tour. Falls ihr das Video seht, schöne Grüße. Der Tag geht, die Nacht kommt und wir fahren, bis es nicht mehr geht. Oh Leute, mega, habe ich geile Leute getroffen. Ja, und so langsam kommt jetzt auch so der Punkt, wo ich mich frage, boah, wie lange mache ich jetzt hier heute noch? Und dann habe ich schon so ein bisschen aufs Navi geguckt und sag mir so, ja, das nimmst du noch mit und dann
reicht es aber auch so. 21:30 war nachher Schluss, weil ich habe ja auch immer noch diese Strecke nach Hause. Und jetzt kommt nochmal eine krasse Unterbrechung. Mein kleines Highlight des Tages. Ja, siehst du auch an den Bäumen nachher, also wenn du Richtung Nordseeseite kommst, da sind die alle in eine Richtung, ne? Da ist permanent Wind und gerade so noch im Mai ist die Nordsee noch so kalt und die Sonne scheint, es ist windig, es kommt so eine feuchte, kalte Luft über die Düne rein ins Dorf. Das kann man sich vorstellen, das tut schon richtig weh, so kalt ist das. Auch das Wasser ist so kalt. Also ich möchte nicht mit der Titanic untergegangen sein, also das ist echt heftig. Wahnsinn, wie kalt das ist. Ja, die laufen wieder hinterher. Ja. Na hier, die Kühe, ich habe sie euch versprochen, sie kommen jetzt hier zum Schluss nochmal. Die hat man eigentlich im ersten Teil herangehört und ja, die GoPro kopiert das und macht da irgendwelche Kapitel-Unterordner von einer Datei. Das ist die Stelle quasi nach der höchsten Erhebung. Was für eine Landschaft, Leute. Ich kann nicht satt sehen. Warum habe ich das in anderen Chat-Videos nie gesehen? Ich sage Tschüss und danke fürs Reinschauen.